Willkommen, liebe Modellbahnfreunde, zur Neuheitenvorstellung 2021 der Firma ESO. Und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich Jürgen Lindner, den Chef persönlich, der bewährterweise, wie viele Jahre schon immer, mir Rede und Antwort gestanden hat, was es Neues gibt. Doch bevor es soweit ist und wir diese wunderschönen Modelle, die bereits hier vor uns stehen, schon näher besprechen werden, die obligatorische Frage: Es war ein verrücktes vergangenes Jahr. Und wir hatten nun alle gedacht, dieses Jahr wird es ein bisschen besser, aber Pustekuchen, es geht so weiter. Welche Auswirkungen hat nun die aktuelle Situation bei euch in der Produktion? Also erstmal vielen Dank, dass ich wieder die Gelegenheit erhalten habe, mit dir zusammen die Neuheiten zu besprechen. Ja, auch 2021 fängt nicht wirklich wesentlich besser an, als 2020 aufgehört hat. Bei uns in der Firma hat es Gott sei Dank relativ wenige Auswirkungen, weil wir große Räume haben und die nötigen Abstandsregeln wahren können, so wie auch jetzt extra sogar die Modellbahnanlage zwischen uns gestellt haben, liebe Zuschauer, damit wir auch Corona-konform den Mindestabstand wahren. Wir arbeiten mehr oder weniger normal weiter. Die einen oder anderen sind im Homeoffice. In unserer Produktion in Tschechien geht es momentan auch sehr gut, weil die ohnehin in Reinraumbedingungen arbeiten. Also da sollten an sich schon recht wenig Bakterien und Viren sich irgendwo in der Luft befinden. Und in Asien hat sich die Situation ja wirklich sehr entspannt. Insofern hat es eigentlich nur Auswirkungen auf den Fachhandel. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal sagen, dass wir natürlich dem Fachhandel die Treue halten und hoffen, dass sie bald wieder öffnen dürfen. Und ich glaube, wir alle können den Tag kaum ersehnen, wenn wieder eine gewisse Normalität einkehrt. Das hoffen wir natürlich alle selber sehr, liebe Modellbahnfreunde, dass irgendwann vielleicht in den nächsten Wochen, vielleicht 3 Wochen, vielleicht 4 Wochen, dann diese Normalität wieder da ist, dass wir also auch wieder einkaufen können, dass wir in den Fachhandel gehen können. Ja, lieber Jürgen, du hast uns hier, wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Foslo-Lokomotiven mitgebracht. Das ist doch wohl die Hauptneuheit, oder? Ja, das ist eine der Hauptneuheiten und das Stichwort Einkaufen ist da natürlich sehr, sehr zutreffend. Wir möchten natürlich, dass diese Lokomotiven und auch die anderen Neuheiten sehr bald ein neues Heimat-BW finden. Wir haben dieses Jahr als Lokneuheit uns das Modell der Foslo G1000 ausgesucht. Diese Lokomotive ist eine sehr moderne Lokomotive, ab 2002 gebaut mit 1100 kW Leistung. Eine der modernsten dieselhydraulischen Loks, die es auf dem deutschen Lokomotivmarkt eben gab. Und in dem Fall eigentlich eine reine Privatbahnlok in verschiedensten Ausführungen. Insgesamt 7 Farbvarianten haben wir aufs Gleis gestellt. Und wir hoffen, dass das wie üblich ein bisschen für Farbe und Buntheit auf der Anlage sorgen wird. Und ich denke, die hier, diese Farbvarianten und die Firmen, die dafür stehen, werden bestimmt sicherlich viele Liebhaber finden. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass die HGK dabei ist. Da hatten wir ja schon die Class 66 bzw. 77 vorgestellt. Wir haben Maschinen von, wie heißt es gleich, MRC Dispo Lok. Wir haben Northrail, wir haben Cargo und natürlich eine Foslo Werksmaschine. Ja, das Besondere an der G1000 war, dass die europaweit Zulassung hat und auch im Einsatz ist. Wir haben im Prinzip einige deutsche Varianten, natürlich, wie du schon erwähnt hast, die Rheincargo in Silber, die klassische HGK, aber auch die MRC und die Eurocar, also ECR, sind mit dabei. Es gibt aber auch Exoten wie zum Beispiel die SBB Cargo oder den Foslo Werksdemonstrator. Wichtig ist, dass wir natürlich alle Unterschiede, die es im Vorbild gab, auch im Modell entsprechend nachgearbeitet und nachgebildet haben. Und einer der wichtigsten Unterschiede, das hat er mir am Anfang, bevor wir hier losgelegt haben, verraten, selbst der Auspuff, sagt man Auspuff? Ja, kann man so sagen. Bei einigen Maschinen ist auch auf der richtigen Seite. Das heißt, für Linksverkehr ist er also auch auf der anderen Seite. Genau, also je nachdem, ob die Lok jetzt eher tendenziell auf der rechten Seite fährt für Deutschland, hat dann im Prinzip das Abgasrohr auf der linken Seite, damit der Lokführer vernünftig vorbeigucken kann. Ja. Für die Exportvarianten zum Beispiel nach Frankreich oder in die Benelux-Länder, aber auch in die Schweiz, wo man ja auf der linken Seite fährt, ist somit das Abgasrohr auf die rechte Seite gewandert. Und wir haben das natürlich passend mit 2 symmetrischen oder halt gespiegelten Führerständen abgebildet. Kommen wir zu den Einzelheiten dieser Lokomotiven. Sie können eins sicher sein, und es hat mir Jürgen auch verraten, die sind voll ausgestattet. Tolle Maschinen, tolle Detaillierung und vor allen Dingen Ganzmetall-Loks.
Genau, wie immer bei der ESO Engineering Edition ist auch die G1000 weitgehend aus Metall. Das heißt, Chassis und die ganzen Vorbauten sind aus Metall. Das Führerhaus selber besteht aus Kunststoff. Bei der Lok haben wir den Fokus auf eine komplette, vollständige, vorbildrichtige Lichtausstattung gelegt. Das heißt, wir können das vielleicht sogar mal ein bisschen einschalten. Wir haben jetzt natürlich neben einer ganz klassischen Beleuchtung mit einem Lichtwechsel, haben wir auch die Möglichkeit, dass wir einen Schweizer Lichtwechsel machen, also quasi 3.1. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch im Video. Man kann Führerpultbeleuchtung natürlich und Führerstandbeleuchtung. Und da sieht man auch den Lokführer wieder. Fürs Personal sorgt er ja immer gleich mit. Genau, also ist natürlich bemannt in Anführungszeichen. Mhm. Wir haben aber auch eine Trittstufenbeleuchtung wieder mit drin. Das hatten wir schon bei unserer Gravita. Ja. Das kam bei den Leuten so gut an, dass wir das auch wieder eingebaut haben. Wir haben natürlich unseren Kurvensensor drin, damit auch die entsprechenden Kurvengeräusche kommen beim Fahren in der Kurve. Wir haben das Bremslichtflackern als LED mit drin. Wir haben die Möglichkeit, die roten Lampen umzuschalten. Wir haben die Möglichkeit, dieses Signal und Vorsichtssignal blinken für Frankreich zu simulieren. Weil, wie gesagt, die Loks sind natürlich europaweit im Einsatz und eben auch teilweise vermietet und verleast, sodass auch eine deutsche Variante zum Beispiel ein französisches blinken kann. Das sollte sie können, das ist klar. Du sprachst gerade die Trittstufenbeleuchtung an. Vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen. Die Trittstufen sind ja auch fein geätzt, also durchsichtig. Man kann auch gucken. Man sieht das also auch ganz wunderbar. Und als Highlight sehe ich auch immer wieder diese großen Motorhaubenlüfter an. Kann man durchgucken, die drehen aber nicht mit. Nein, die drehen sich nicht mit. Darunter sitzt der Lautsprecher. Wir haben uns jetzt in dem Fall für einen besseren Sound entschieden. Wir haben hier wieder die Dual Sugar Cube, also diese zwei Rechtecks-Handy-Lautsprecher verbaut. Ja. Und das absolute Highlight in der Technikausstattung ist natürlich die voll funktionsfähige Rangierkupplung. Wir haben vorne und hinten wieder unsere von der V60 bekannte Rangierkupplung verbaut, sodass auch diese Lok vorbildgetreu Züge an- und abkuppeln kann. Und das wollen wir jetzt sehen. Genau, das heißt, ich mache das jetzt einfach mal. Ich schiebe jetzt erstmal die Wagen ein bisschen näher. Ja. Starte jetzt erstmal die Maschine. So, das Ankuppeln funktioniert ja automatisch. Mhm. Wenn wir jetzt ein Stück wegfahren, so, wenn ich jetzt abkuppeln will, dann bleibe ich einfach stehen, drücke die F4-Taste, dann wird automatisch angedrückt, entkuppelt und abgerückt. Der sogenannte Kupplungswalzer. Bei uns heißt das Kupplungswalzer, genau, das Original. So, und dann kann ich mit der Lok einfach weiterfahren. So einfach geht das Ganze. Dann macht das natürlich richtig Spaß, mit so einer Lokomotive zu rangieren, würde ich sagen, auf der Anlage. Ja, also die Lok hat natürlich einen unglaublichen Spielwert, dadurch, dass sie natürlich auch die Rangierkupplung hat. Mhm. Und wie man auch hört, das mit dem Originalgeräusch von dem MCU-Motor mit der dieselhydraulischen Faultgetriebe-Kombination, das gibt natürlich auch einen tollen Sound. Das ist es zu den Funktionen dieser Lok. Was ich noch sagen wollte, wie seit Neuestem üblich bei ESO, sind die Lokomotiven ab dem Moment, wo Sie das jetzt hier hoffentlich sehen, auch schon bereits bei Ihrem Fachhändler lieferbar. Wir haben ja seit einiger Zeit versprochen, dass wir nichts ankündigen, was nicht schon im Lager sich befindet. Ich wollte gerade sagen, das war ja eigentlich immer so das Problem, was viele Zuschauer hatten. Die haben gesagt, ja, die schönen Loks sind angekündigt, aber wir bekommen sie nicht. Also, liebe Freunde, diese Loks sind sofort erhältlich. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. ESO baut nicht nur wunderschöne Lokomotivmodelle, davon konnten wir uns ja auch in der Vergangenheit schon überzeugen, sondern ESO ist ja hauptsächlich auch Hersteller von elektronischen Bauteilen, damit diese Loks also so wunderschön fahren, diese ganzen elektronischen Features haben. Was gibt es da Neues, Jürgen? Da gibt es einiges Neues und wir werden uns das jetzt auch im Detail ein bisschen angucken. Wir haben ein ganz schön großes Paket an Neuheiten und richtig tollen Sachen, wie ich meine, vorbereitet. Und deswegen bauen wir jetzt schnell mal das Studio um. Wir räumen dieses wunderschöne Diorama weg, was ja eigentlich dieses Jahr auf der Messe stehen sollte.
auch schon letztes Jahr. Tatsächlich haben wir es für Mannheim bauen lassen, aber es kam nie zum Einsatz, Corona-bedingt. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Vielleicht gibt es ja im Herbst eine Messe. Und wir alle würden uns freuen, wenn wir sie alle mal wieder persönlich sehen könnten. So, kurz, wir bauen um und sehen uns gleich wieder. Die 7 Foslo Maschinen stehen links neben mir, abseits im Bild, wunderschön anzusehen. Ja, jetzt kommen wir zu den kleineren Sachen, zu den Freunden des gepflegten Lok-Sounds. Das war eine wunderschöne Anmoderation. Wir bei ESO vergessen natürlich nicht unsere Decoder und unsere Elektronik. Und dieses Jahr haben wir, wie Sie schon hier sehen, sehr viele Neuheiten, die allesamt natürlich von der Optik nicht so spektakulär sind wie unsere Lokmodelle, aber nichtsdestotrotz natürlich insbesondere für die Digitalumbauer wichtig sind. Und ich habe gelesen in dem Neuheitenblatt, dass sogar was für die Spur N dabei ist. In der Tat haben wir dieses Jahr sogar sehr viel neue Decoder für Spur N. Die kleinen Größen sind sehr auf dem Vormarsch, auch international, das werden wir gleich sehen. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich beginne jetzt erstmal uns die neuen Lok-Sound-Decoder vorzustellen. Alle Decoder, die ich jetzt zeige, sind Lok-Sound 5-Decoder. Das bedeutet, die gesamten Geräusche, also über 400 haben wir im Moment im Programm, sind auch auf diese Decoder downloadbar. Was sich jetzt eben geändert hat, ist die Größe und der Formfaktor, damit er in bestimmte Loks vernünftig reinpasst. So, was haben wir dann im Einzelnen sozusagen hier liegen? Ich fange jetzt einfach mal an mit unserem neuen Lok-Sound Micro DCC Direct. Das ist ein sehr langer, schlanker Decoder. Der ist gemacht für Endspur-Loks der amerikanischen Firmen Atlas und Intermountain. Mhm. Die sind sehr schwer umzubauen, weil relativ wenig Platz drin ist und keine Decoder-Schnittstelle. Diesen Decoder kann man wirklich nur, wie sagen, reinsliden, also reinschieben, statt der serienmäßig verbauten Analogplatine. Es sind LEDs bereits verbaut, 4 auf der Vorder- und 6 auf der Rückseite, sodass auch die ganze Beleuchtung bereits funktioniert. Super einfach umzubauen, ansonsten ein echter Lok-Sound 5. Dann haben wir dieses Jahr noch für weitere Endspur-Loks einen sehr, sehr seltsam aussehenden. Der sieht ein bisschen aus wie aus Star Wars, diese Raumschiffe. Ja. Aber tatsächlich ist das ein Decoder für Endspur-Loks von Kato. Kato Japan hat eben sozusagen alle Triebwagen, die gebaut haben, hat in der Regel den Motor in der Mitte. Mhm. Und da kann man diesen Decoder einfach zwischen die Stromabnehmer einschieben, statt der serienmäßigen Analogplatine. Mhm. That's it. Man muss nichts löten und sonst wie machen, hat dann aber einen vollständigen Lok-Sound 5 Decoder. Inklusive 3 Funktionsausgängen, dass man auch die Innenraumbeleuchtung schalten kann. Auch dieser Decoder ist extrem klein und erst dank unserer Super-Miniaturisierung im Lok-Sound 5 Bereich überhaupt erst denkbar geworden. Mhm. Also vor 5 Jahren hätten wir da nicht mal im Traum dran denken können. Also habt ihr euch da auch schon viel Gedanken gemacht dazu, dass das alles ein bisschen passt. Und wir sind noch nicht am Ende, was die Endspur-Loks angeht. Es liegen ja noch mehr da. Ja, wir kommen jetzt tatsächlich zum allerkleinsten Lok-Sound-Decoder, den wir je gemacht haben. Wir nennen den Lok-Sound 5 Nano. Der ist jetzt nur 19 mm lang, also 19,5 um genau zu sein, mal 8,2 mm breit. Der ist also nochmal deutlich kleiner als der bisherige Lok-Sound Micro und vor allem, er ist auch dünner. Was man jetzt hier im Bild nicht sieht, er wird im Prinzip gleich mal ausgeliefert mit Kabelbaum dran, also mit losen Kabelenden, sodass man den sehr, sehr leicht verkabeln kann. Der sollte überall da reinpassen, wo selbst unser bisheriger Lok-Sound Micro zu klein war. Wir können ja mal diesen Decoder, deswegen haben wir hier dankenswerterweise von unserem lieben Kameramann mal ein 2-Euro-Stück geborgt. Oder 1-Euro-Stück, hast du mal eine Mark. Gucken Sie sich das mal an im Größenvergleich. Der ist also wirklich winzig. Ja, also es ist schon erstaunlich und auch für mich manchmal wirklich unglaublich zu sehen, wie die Miniaturisierung Fortschritte macht. Trotzdem hat der Decoder 6 Funktionsausgänge, vollwertige für Lampenansteuerung. Das ist im Endspurbereich sehr viel, plus einen 7. für einen Powerpack-Anschluss, wenn man den irgendwie noch unterbringt. Und ansonsten ist es natürlich ein echter Lok-Sound 5, das bedeutet 16-Bit-Sounds mit Hi-Fi-Qualität, 128 Megabit Speicher und 12 Soundkanäle gleichzeitig. Und den Sound kann man bei euch
locker von der Seite holen. Genau, das ist ja auch eine Besonderheit von ESO. Wir machen ja alle unsere Sounds mit 2 Toningenieuren mittlerweile Vollzeit selber. Mhm. Wir stellen die alle auf unsere Webseite zum Download, sodass jeder Modellbahner, der einen Log-Programmer besitzt oder sich das selber runterladen kann, oder er bittet seinen Händler, dies zu tun. Und jetzt haben wir noch einen Log-Sound-Decoder, lieber Frank. Ja, ich sehe schon, es liegen ja noch viel, viel mehr hier eigentlich. Ja, tatsächlich, wir schieben die mal rum, damit wir sehen, was schon alles abgearbeitet ist, liebe Zuschauer. Es tut mir leid, wir sind natürlich die Log-Sound-Company und als solche haben wir natürlich noch viel mehr im Petto, nämlich diesen Kameraden hier. Der sieht jetzt auf den ersten Blick auch von der Größe aus wie ein Log-Pilot, ist aber tatsächlich ein Log-Sound 5, allerdings ein Log-Sound 5 FX. FX heißt bei uns Funktionsdecoder, das bedeutet, dieser Log-Sound-Decoder hat keinen Motorausgang. Mhm. Das bedeutet, es ist ein reiner Soundbaustein mit auch 6 Funktionsausgängen noch. Der ist gedacht für Steuerwagen oder für nicht angetriebene Triebköpfe. Beispiel, man hat ein ICE, auf einer Seite ist ein Motor drin, da baut man einen Log-Sound 5 ein. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man einen Triebkopf, wo man eigentlich auch noch einen Lautsprecher mit einem eigenständigen Geräuschdecoder will. Mhm. Dann kann man jetzt diesen Decoder einsetzen, der erstens kleiner und zweitens eine ganze Ecke preiswerter ist und kann dann dort sozusagen die Geräusche, aber auch die entsprechenden Lampen und Lichtwechsel direkt sozusagen lokal, ohne wie viel Aufwand mit stromführenden Kupplungen, eben einbauen. Ich denke, der wird großen Gefallen finden bei vielen Modellbahnfreunden, das, was du jetzt gerade vorgestellt hast. Tatsächlich ist das eine Anfrage, die uns seit vielen Jahren immer wieder mal erreicht. Wir sind jetzt dieses Jahr endlich dazu gekommen, das abzuarbeiten. Mhm. Ich denke, gerade für lange Zuggarnituren, aber auch, sagen wir mal, denken wir mal auf irgendwelche Kühlwaggons oder teilweise Viehwagen und so weiter, ist das natürlich auch denkbar. Die Dinge sind ja frei bespielbar. Man kann ja da alles draufspielen, was man eigentlich will. Ein Ding, muss ich jetzt sagen. Viehwagen, wie er das gesagt hat. Es hat mich echt gedacht, also man kann in das Ding auch in einen Güterwagen packen mit einem Lautsprecher dazu und das war's dann. Genau. Und kann dann sogenannten Cattle Train oder sowas machen. Ja. Also da sind natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, der Decoder ist halt für den Log-Einbau gedacht. Mhm. Also nicht zwingend irgendwie unter der Anlage so. Ein sehr universeller Decoder. Ja. Würde ich sagen. So, und dann haben wir ja noch mehr da liegen. Das sind ja noch nicht alle. 4 haben wir durch, 4 liegen noch da. Genau, jetzt kommen wir ein bisschen, jetzt wird es natürlich immer spezieller. Wir haben jetzt auch neue Funktionsdecoder im H0-Bereich. Wir haben ja letztes Jahr die LogPilot 5-Familie erfolgreich auf den Markt eingeführt, basierend auf 32-Bit ARM-Controller und einen Haufen Erweiterungen. Was noch gefehlt hat, waren letztes Jahr die Funktionsdecoder ohne Motorausgang. Mhm. Folgerichtig ziehen wir dieses Jahr diese eben auch noch nach. Wir haben jetzt hier diesen LogPilot 5 FX. Der genauso groß ist wie sein Vorgänger, allerdings hat der jetzt, weil er auf dem 5er Decoder basiert, 10 Funktionsausgänge. Das heißt, dieser Decoder ist auch für Steuerwagen gedacht, die zwar kein Geräusch brauchen, aber mindestens die Lampen steuern können sollen. Vielleicht die N-Wagen, die Silberlinge, Wittenberger. Ach nee, da habt ihr ja schon Original drin. Ja, mein Gott, also in den Silberlingen von ESO sind natürlich die Steuerwagen schon mit einem Funktionsdecoder ausgerüstet. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Wagen, die sich sicherlich im Bestand befinden. Dafür ist der Decoder jetzt natürlich perfekt geeignet, weil er halt jetzt mit 10 Funktionsausgängen sehr, sehr viel Möglichkeiten bietet. Wir haben den in 3 Geschmacksrichtungen. 2 habe ich jetzt mal dabei. Einmal mit 21-Pol-Schnittstelle. Dann haben wir jetzt ganz neu auch eine mit Plugs 22, den gab es bisher noch nicht. Der eignet sich natürlich für Pico oder für Rocco-Fleischmann-Steuerwagen. Und es gibt dann natürlich auch noch eine Variante ganz ohne Schnittstelle, nur mit dem 8-Pol-Kabelbaum zum selber verdrahten. Ansonsten sind das natürlich Decoder, die speziell zur Zusammenarbeit mit den Logsound 5 optimiert sind. Das heißt, die sind dann immer synchron, was die Lampen- und Lichtfunktionen angeht. Da liegt noch so ein ganz kleiner. Ja, das ist auch noch ein Funktionsdecoder. Ein ganz kleines Winzling. Das ist ein LogPilot FX Micro mit Next 18 Schnittstelle. Im Endeffekt geht es hier auch um einen Funktionsdecoder. Gerade im Spur-N-Bereich sind ja die Triebwagen oft ohne elektrische Kupplung zwischen den Wagen. Ja. Da muss man mehr oder weniger zwingend auch in den Steuerwagen oder in den zweiten Triebkopf einen Funktionsdecoder einbauen. Und der mit Next 18 Schnittstelle, der sehr viel in Jägendorfer, Hornby und anderen Loks verbaut wurde, der hat uns eben noch gefehlt. Der wird jetzt eben auch nachgereicht. Aber da würde ich sagen, den halten wir schnell nochmal auf den
auf den Euro drauf, dass man das mal sieht. Es ist wirklich unglaublich. Ist das jetzt die Richtung? Nächstes Jahr wird es noch kleiner oder wie sehe ich das? Also grundsätzlich habe ich ja die Devise, ein Decoder kann nie klein genug sein. Ja, ist richtig, klar. Ich würde nicht sagen, dass das Ende der Fahnenstange ist. Mhm. Ich hätte vor 5 oder 10 Jahren auch diese Größen niemals für möglich gehalten, gerade dass wir in der Größe auch Sound machen. Mhm. Früher waren wir froh, wenn wir einen ohne Sound auf eine gewisse Größe gebracht hätten. Also ich gehe schon davon aus, dass es weitergeht. All die, weil wir natürlich aufpassen müssen, dass das Zeug auch noch handhabbar ist, weil die Hände der Kunden werden natürlich nicht kleiner. Die Wurstfinger, die Geräte werden immer kleiner, die Wurstfinger werden immer größer. Also, nein, ist klar. Tolle Sache, danke für die Auskunft. Aber jetzt sind wir praktisch bei Dingen, die jetzt etwas größer werden, liebe Zuschauer, die man auch richtig handfest anfassen kann. Und zwar die Switch-Piloten. Ja, aber einen habe ich trotzdem noch, lieber Frank. Den hast du vergessen. Schau doch mal den armen Kerl hier an. Ach du liebes bisschen, ja. Macht nichts, dafür haben wir ja, ich sage ja, wir haben sehr viele Neuheiten dieses Jahr. Trotzdem, dass Corona ja letztes Jahr war, haben wir die Zeit des Zuhausebleibens intensiv genutzt und haben an uns gearbeitet und an unseren Produkten. Was ich hier noch zeigen kann, ist unser neuer Lokpilot Basic. Der Lokpilot Basic ist, wie der Name schon sagt, also eingenommen, er ist eigentlich Lokpilot 5 Basic, um genau zu sein. Er ersetzt den Lokpilot Standard. Er hat die gleiche Größe, sieht auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich aus, hat aber tatsächlich eine neue CPU und basiert softwaretechnisch auf dem Lokpilot 5, wurde aber entsprechend, ich sage jetzt mal, um viele Dinge bereinigt, die den Lokpilot 5 aufwendig machen und unter Umständen auch teuer. Was heißt jetzt Standard und Basic? Kann der weniger? Oder? Also der Lokpilot 5 Basic ist ein Decoder, der hat 4 Funktionsausgänge. Mhm. Der eignet sich für alle Loks, wo es nicht so viel zu schalten gibt. Mhm. Der normale Lokpilot 5 hat ja 10 Funktionsausgänge Minimum. Mhm. Also da kann man alles Mögliche schalten. Mhm. Wenn ich aber jetzt sage, nö, ich habe jetzt Loks, da habe ich nur einen Lichtwechsel vorne und hinten. Ich will jetzt gar nicht so viel Geld ausgeben. Ich brauche nur einen Decoder, der ordentlich läuft. Mhm. Dann kann man jetzt auch den Lokpilot 5 Basic verwenden. Er hat 4 Funktionsausgänge, er ist ein reiner DCC-Decoder, aber er kann genauso gut mit Raycom Plus sich automatisch anmelden. Er hat eine ABC-Bremsstrecke, Streckenerkennung mit drin. Mhm. Er hat fast dieselbe Lastregelung und Funktionseinstellungen mit dem Lokpilot 5. Gewisse Sachen sind natürlich extra weggelassen worden, die das ganze Ding in der Hardware verteuert hätten. Das werden also die Modellbahner gerne hören, die gerne sparen wollen, schmalen Geldbeutel haben und dann trotzdem ihre Fahrzeuge digitalisieren können, aufs Minimumste oder aber auf Minimummaß sozusagen und sagen, damit kann ich leben und damit kann ich fahren. Genau, der Lokpilot 5 Basic ist halt ein Kompromiss für die, wo sagen, man braucht wirklich nicht alles. Wiewohl ich jetzt nicht sagen würde, er ist aufs Nötigste zusammengestaucht. Er kann für sein, ich sage jetzt mal, für das Preis-Leistungs-Verhältnis, was er bietet, kann er doch recht viel. Mhm. Ich würde sagen, mit dem Decoder braucht man sich nicht verstecken. Man hat hier ein Markenprodukt. Zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das würde ich so stehen lassen wollen. So, jetzt waren die kleinen Dinge, glaube ich, durch. Ja. Dann habe ich mich glatt verzählt, muss ich nochmal sagen. Es sind doch 7 Decoder, die ihr entwickelt habt in dem letzten Jahr und dieses Jahr als Neuheit rausgebracht habt. Die N-Bahner wird es freuen, weil da wirklich sehr viel dabei war. Und die anderen Decoder für die H0-Bahner werden sicherlich auch sehr gut ankommen. Apropos ankommen, bevor wir zu diesen Switch-Piloten kommen, fällt mir doch gerade eine Frage ein. Ich lese immer wieder, liebe Freunde, im Netz bzw. bei Kommentaren, ich muss immer dazu sagen, ich bin bei vielen Social-Media-Bereichen, Gruppen mit drin, als stiller Mitleser. Der eine oder andere wird es vielleicht schon gesehen haben. Und da wird immer gesagt, ja, bevor ESO nun hier immer fort was Neues bringt, wir warten schon ewig auf den Signalpiloten. Ja. Ja, tatsächlich habe ich jetzt sehr gute Neuheiten. Der Signalpilot ist fertig entwickelt und auch tatsächlich jetzt in dem Moment, wo Sie das hören und lesen und sehen können, auch ausgeliefert. Wir haben es doch tatsächlich geschafft, den Decoder fertigzustellen. All die weiß natürlich so ist, der ist immer noch in der Weiterentwicklung. Das Schöne an dem Signalpilot ist sein flexibles Konzept. Das bedeutet, wir können relativ rasch mit Änderung von wenigen XML-Dateien neue Signalbilder und Funktionen nachrüsten. Da warte ich jetzt erstmal auf Feedback ab von den Kunden. Er ist ausgeliefert und ich muss sagen, ich habe das Produkt am Anfang tatsächlich etwas unterschätzt von der Komplexität.
Man wird auch, wenn man das Handbuch mal sich anguckt, verstehen, was ich damit meine, wie aufwendig das Ganze war mit der ganzen Beschreibungssprache. Das Ergebnis kann sich sicher sehr sehen lassen. Dann würde ich nur sagen, liebe Modellbahnfreunde, wenn Sie auf diesen Signalpiloten schon so lange gewartet haben, kaufen Sie den. Und Jürgen Lindner würde sich mit Sicherheit über ein Feedback freuen, wenn Sie das Ding testen oder im Einbau haben. Und auch Verbesserungsvorschläge, sicherlich hast du ein ganz offenes Ohr. Klar, ich höre mir immer alles an und ich hoffe natürlich auch, dass ich es dann halten kann. Also Weihnachtsmann bin ich leider nicht genauso wenig wie das Christkind, aber wir sind natürlich immer gehalten, umzusetzen, was vernünftig und technisch und vom Aufwand her machbar ist. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu diesen drei Teilen, die du hier mitgebracht hast. Genau, die Switch-Pilot-Familie haben wir letztes Jahr auch mehr oder weniger klammernheimlich überarbeitet. Das ist jetzt ein Produkt, wo ich sage, liegt mir persönlich auch sehr am Herzen, weil die Switch-Pilot, für diejenigen, die es nicht wissen, die Switch-Pilot sind unsere stationären Dekoder für Weichen und für Signale bzw. Bewegungen wie Scheunentore oder Bahnübergänge. Die Dekoder sind sehr gut, eigentlich auch schon seit Jahren mit wenig Problemen auf dem Markt platziert. Das Knifflige bei der ganzen Geschichte mit stationären Dekoder ist immer, wie stelle ich die ein, wie programmiere ich die? Mhm. Und ich muss sagen, ich mache ja ab und zu auch mal Hotline bei uns am Telefon. Und die meistgestellten Fragen an der Hotline sind tatsächlich rund um diese Switch-Piloten, weil die Normung an der Stelle, muss ich vorsichtig sagen, sehr ungenau, schrägstrich unglücklich ist. Ich kann das jetzt so sagen, weil das war vor meiner Zeit in der Branche und seitdem hat sich nicht viel geändert. Darum haben wir uns überlegt, wie können wir die gesamte Bedienung vereinfachen, damit die Leute mich nicht mehr so oft anrufen müssen, zumindest nicht deswegen, weil es ist ja auch immer frustrierend. Die können ja wegen was anderem anrufen. Das werden sie sicher auch tun und sie dürfen auch gerne anrufen. Klar. Herausgekommen ist die Switchboard 3-Familie, die jetzt in dem Fall aus drei Mitgliedern besteht. Der erste ist der ganz normale Switchpilot 3. Und für diejenigen, die die Produkte schon kennen, sie werden sehen, er sieht auf den ersten Blick aus wie der alte, aber er hat jetzt hier etwas ganz Entscheidendes, nämlich, das zeigen wir nachher auch, wie es funktioniert, ein Display. Ja. Das heißt, mit diesem Display im Klartext und diesen drei Tasten, die da dran sind, kann ich sämtliche Einstellungen des Decoders direkt vornehmen, ohne dass ich den irgendwie programmieren muss. Mit der Digitalzentrale. Also er kann faktisch durch die Taste einen Situationszustand erzeugen und... Genau, das ist eine Menüführung, so wie im Handy früher oder halt bei anderen Tasten. Ich zeige es gleich. Ja. Und damit kann ich die Adressen einstellen, ich kann die Funktionen einstellen, ob es jetzt zum Beispiel die Helligkeit bei der Lampe oder ob es zoomen soll und so weiter und so fort. Brauche ich mir also keine Gedanken mehr machen und irgendwelche CV-Programmierungen machen. Das mache ich alles erstmal hier. Und wenn ich dann fertig bin, baue ich das Ding ein. Der Switchpilot 3 hat im Prinzip in der ersten Variante, in Geschmacksrichtung sage ich immer, die Möglichkeit bis zu 4 Doppelspulenantriebe zu steuern. Also es sind hier auch diese 4 grünen Stecker. Da kommen natürlich noch die absteckbaren Schraubklemmen dazu. Und der hat eben, wie schon der Vorgänger, Feedback-Eingänge. Das heißt, ich kann die tatsächliche Weichenstellung zurückmelden über das Raycom Plus an die Zentrale und da kannst du dann die ECOS anzeigen. Den Decoder gab es so ähnlich als Switchpilot 2 auch schon. Ja. Was wir jetzt hier weggelassen haben, sind die zwei Servoausgänge, die es früher mal gab. Da waren in der Zwischen noch zwei Servoausgänge mit drin, die gibt es jetzt nicht mehr, weil diese Konzepte zu mischen waren ein bisschen unglücklich. Was es stattdessen gibt, ist die zweite Variante. Der sieht jetzt auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Das ist das Switchpilot 3 Plus. Was bedeutet jetzt das Plus? Das bedeutet eigentlich ein Plus und ein Minus. Das Plus ist, er hat hier zwar auch wieder 4 grüne Stecker, aber insgesamt kann ich 8 Weichen anschließen. Also die doppelte Anzahl wie beim normalen Switchpilot. Das kann ich deswegen, weil ich hier, man sieht schon eine Beschriftung von den Klemmen, auf die Feedback, auf die Rückmeldungen verzichte. Also wer jetzt keine ECOS hat oder sagt, das brauche ich ohnehin nicht, weil meine Zentrale das nicht auswerten kann. Hauptsache, ich habe einen Decoder, der möglichst viele Weichen schalten kann. Also durch Wegfall der Rückmeldung hast du sozusagen ein Plus an mehr Anschluss an Weichen. Ganz genau. Und damit habe ich jetzt im Prinzip die Möglichkeit, mit einem Switchpilot 3 Plus 8 Weichen zu schalten. Mhm. Aber natürlich genauso 16 Lampen, wenn ich jetzt hier Hausbeleuchtung machen will.
Und auch hier hintenrum sieht man genau, wieder. Genau, das Bedienkonzept ist genau dasselbe. Ja. Das heißt, auch hier habe ich wieder dieses 0,91 Zoll OLED-Display, also es ist auch selbst beleuchtet, mhm, und habe hier eben meine drei Programmiertaste zum Einstellen. Ja. Und was man auch machen kann, man kann hier links, rechts und links ein SwitchBoot Extension Modul, ein Relay Modul anstecken, um damit auch Herzstückpolarisation machen zu können. Bisher war das nur an einer Seite möglich, weil es ja nur 4 Weichen waren. Ja. Wenn ich jetzt aber 8 Weichen habe, brauche ich natürlich die doppelte Anzahl an Relays. Ja, also muss ich links und rechts andocken, mhm, können. Also auch ein Produkt, wo ich sage, das wird sicherlich sehr viele Freunde finden, zumal es vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch sehr gut ist. Ich glaube auch, das wird schon einschlagen, deine Mitteilung gerade, denke ich mal. Ja, es ist die Frage, was man braucht. Es gibt genauso gut Leute, die schwören auf die Rückmeldung, gerade größere Anlagen oder professionellere Anlagen, die wollen natürlich schon wissen, ob die Weichen auch geschaltet haben. Die werden natürlich nach wie vor zu dem Original-Switch-Pilot greifen. So, der dritte im Bunde ist der SwitchPilot 3 Servo. Es gab auch bisher schon einen Servo-Decoder, der im Prinzip RC-Servos schalten kann, die wir auch im Angebot haben. Mhm. Diese RC-Servos kann man nehmen für Weichensteilungen, aber auch für Formsignale oder für Bahnübergänge oder aber auch mein Highlight sind Wasserkräne, die man drehen kann, mhm, oder zum Beispiel Lokschuppentore. Den Decoder haben wir auch massiv aufgewertet. Der SwitchPilot Servo 3 kann jetzt 8 Servos steuern. Bisher waren es nur 4. Mhm. Wir können jetzt also quasi mit einem Decoder die doppelte Anzahl von Servos ansteuern. Haben hier ebenfalls wieder die Möglichkeit, 2 Extension-Module für die Relays, für Herzstückpolarisation anzustecken. Und haben hier natürlich auch wieder das Display. Ja, also auch hier ist es so, der SwitchPilot 3 Servo ersetzt 2 der alten. Da danke ich dir erstmal, dass du uns das so ausführlich erklärt hast. Es wird viele Freunde finden und nun kommen wir aber zur Vorführung. Du wolltest doch was zeigen. Genau. Jetzt müssen wir ganz kurz das Ganze anstecken und dann zeige ich mal, wie das funktioniert. Ich habe dafür extra eine EKOS als Stromversorgung und ein Servo von ESO mitgebracht. Ja. So, also man sieht jetzt zum Beispiel, sobald das Ding Strom kriegt, kann man jetzt hier bereits, geht das Display an und man sieht jetzt zum Beispiel hier auch gleich die Adressen, also die Nummern, die diese Servos haben, nämlich 1 bis 4 und 5 bis 8. Aha. Also angenommen, man hat jetzt vergessen, was ich dem Ding von der Nummer und der Adresse gegeben habe, ich gucke mir nur das Display an. Und ich kann jetzt hier mit Plus und Minus durchs Display durchscrollen. Genau. Das heißt, hier habe ich jetzt zum Beispiel Informationen, da zeigt es mal an die Hardware- und die Softwareversion, aber auch die Schienenspannung kann es mir direkt messen. Das ist manchmal auch interessant, wenn man lange Leitungen hat und will wissen, ob überhaupt der Saft nur ankommt. Mhm. Jeder SwitchPilot 3 kann die Versorgungsspannung an seinem eigenen Ort messen. Das ist also auch ganz interessant. Was man auch sehen kann hier, ist ein sogenannter Statusmonitor. Da sieht man genau, wie die Weichen unter die Servos in dem Fall geschaltet sind. Also ich drücke hier nur mit Plus und Minus durch und hier kann man dann eben entsprechend für jedes Servo die Funktionen einstellen. Ich kann das jetzt mal zeigen. Jetzt muss ich erstmal selber anschließen. So. Ich halte den mal fest, dass man das aussieht. So, der Servo selber hat jetzt erstmal eine Position. Ja. Ich möchte jetzt im Prinzip die Servo-Geschwindigkeit mal einstellen oder die Endposition. Dann gehe ich jetzt erstmal auf Servo 1 Position, steht jetzt mein Menü. Ja. Wenn ich jetzt auf OK drücke, dann blinkt jetzt schon die Position 1. Ja. Und jetzt kann ich mit Plus und Minus ganz normal oder halt sehr einfach in Echtzeit, ja, das war jetzt zu viel, die Position einstellen, die ich haben will. Mhm. Wenn ich zufrieden bin, drücke ich OK. Jetzt blinkt die Position 2. So, und dann hat er sich das gemerkt. Das hat er sich jetzt schon gemerkt. Die kann ich jetzt auch entsprechend einstellen. Mhm. Wenn ich jetzt wieder zufrieden bin, dann drücke ich auf OK. Und dann kann ich jetzt hier den Modus digital oder proportional wählen. Das ist was, was es so noch gar nicht gab. Das möchte ich unbedingt erwähnen. Was ist das? Digitalmodus ist das, was man kennt. Ich habe zwei Stellungen A und B. Mhm. Also wenn ich jetzt die Weiche auf gerade oder auf Abzweig stelle, dann geht er entweder in die eine oder in die andere Richtung, mhm, der Servo. Für einen Wasserkran ein bisschen blöd, ne? Der soll ja auch mal dazwischen irgendwo stehen bleiben. Deshalb gibt es den sogenannten Proportionalmodus
Und dann ist es so, wenn der Probo-Modus gewählt ist, dann läuft das Servo genau so lange, bis ich wieder Stopp drücke und bleibt an der Stelle stehen. Damit kann ich im Prinzip die gesamte Bewegung des Servos proportional steuern. Das ist etwas, was es so aus dem RC-Bereich schon länger gibt. Das sind ja unsere Wurzeln vor bei 20 Jahren. Mhm. Aber in die Modellbahn hat es das bisher noch nicht geschafft. Also mit dem Proportionalmodus kann ich Wasserkräne oder sämtliche beweglichen Sachen darstellen, die irgendwo auch... Einen kleinen Bekrönungskran zum Beispiel. Selbst einen Lokschuppentor möchte ich mal halb aufstehen lassen, was ich bisher nicht konnte. Die Türen kann man auch auf und zu machen damit. Genau, also zwei Stangen gehen ja immer, aber man will ja auch mal dazwischen haben. Mhm. So, und jetzt mache ich wieder den Digitalmodus und bin jetzt fertig. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch die Geschwindigkeit einstellen will, dann habe ich hier eben auch wieder Tafeln, wo ich wirklich alles einstellen kann und ich drücke jetzt hier nur mit OK durch. Also es ist sehr intuitiv, man braucht eigentlich kaum ein Handbuch. Und so kann ich alle Einstellungen des Switch-Piloten erstmal einstellen, ohne dass ich mir CV-Nummern lesen muss, ohne dass ich mir überlegen muss, wie ich das mit der Zentrale mache, wiewohl es mit der Ecos sehr komfortabel ginge, aber nicht mit allen. Also ich bin eigentlich recht glücklich mit diesen Produkten, zumal es uns gelungen ist, das ganze Ding mehr oder weniger zum gleichen Preis auf den Markt zu bringen. Und recht glücklich mit diesem Produkt wirst nicht nur du sein, sondern ich kann mir vorstellen, liebe Modellwarenfreunde, dass auch Sie mit diesem Produkt sehr glücklich sein werden, dank dieser Vorführung vom Jürgen. Und darf ich sagen, eine tolle Sache, da hat bei einer richtig nachgedacht, würde ich sagen. Ja, das versuchen wir ja ständig bei der Arbeit nachzudenken. Ja. Nicht umsonst gibt es uns ja schon eine Weile auf dem Markt. Ich hoffe doch, dass das eine oder andere für Sie dabei ist. Und mir ist es auch wichtig zu zeigen, dass auch in dieser schwierigen Krisensituation wir trotzdem locker flockig mal 7 neue Decoder auf den Markt bringen. Und nicht nur auf den Markt bringen, sondern das Zeug ist also auch weitgehend lieferbar. Mhm. Die Switch Pilot 3 Familie, damit wir da auch mal drüber gesprochen haben, die normalen Switch Pilot 3, die kommen schon ab Anfang Februar. Die beiden anderen, die sind gerade sozusagen in der Produktion fertig. Die werden jetzt dann etwa bis Ende Februar eingetroffen sein. Und die ganzen Log-Sound-Decoder kommen alle im ersten Quartal und auch die Log-Pilot FX kommen alle im ersten Quartal. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen länger dauert, ist der Log-Pilot 5 Basic. Der ist mir auf den Sommer avisiert. Mhm. Mal gucken, ob es dieses Jahr auch klappt. Die Bauteilsituation ist sehr angespannt. Das werden Sie alle schon gehört haben in den Nachrichten. Daimler und VW machen Kurzarbeit und streichen Schichten. Alles ein bisschen schwierig. Aber wir werden das auf jeden Fall hinkriegen. Mhm. Tja, liebe Modellwarenfreunde, was soll ich sagen? Es war eine kleine, aber feine Vorführung, kleine, aber feine Neuheiten. Ich denke an 7 Foslo-Lokomotiven, ich denke an 7 Decoder, war das Zufall? Wahrscheinlich. Und ich denke an die drei Switch-Piloten. Beeindruckend für mich auch das Display, dass man die Zustände ablesen kann. Und das Wichtigste für die Leute der Signalpiloten, auch da ist Abhilfe in Anrollen. Ganz genau. Da bedanke ich mich ganz herzlich dafür, für diese Vorstellung. War interessant, hat Spaß gemacht, war schön. Für die Technikfreaks allemal. Und ja, was soll ich noch sagen? Dann verabschiede ich mich von meinem Gast, von Jürgen Linder, ganz herzlich, dass er sich die Zeit genommen hat, Ihnen und uns das vorzustellen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Frank Buttig.